Hello and welcome to another episode of Lights of Us Rising Music. Heute an diesem verregneten Sonntag. Ich hatte die ganze Woche noch keine Muße, bei der Hitze mich hier hinzusetzen und ein Video zu machen. War ein bisschen Faulheit mit eingezogen. Ja, ja, aber jetzt habe ich die Muße dazu und jetzt mache ich das heute Abend. Ja, ist ja vielleicht auch mal schlecht zum Ausgang vom Wochenende. Ja, heute möchte ich über eine Band sprechen, die liegt mir sehr am Herzen. Auch weil ich sie persönlich kenne und sie haben bis jetzt 2 Alben rausgebracht. Und ja, es ist eine freudige Nachricht und halt auch, es gibt auch was Trauriges zu vermelden. Aber dazu komme ich gleich. Ja, stellen Sie euch mal vor, wer sie nicht kennt, die Band ist aus Mannheim, ja. Hauptsächlich auch aus Viernheim, also aber look, sie proben in Mannheim und das ist eine Mannheimer Band und die Rede ist von den Supernova Plasma Jets mit ihren 2 Alben, das Self-Titled und die Now or Never, das ist diese hier. Ja, eine ist von 2017 war das Debüt, 2021 war das letzte Album, ja. Was machen die Jungs für das Mädel für Musik? Ja, das ist, wenn man Bock hat auf Poison, Motley Crue, 80er Jahre Sound oder Winger, der flappert so die Richtung, Kiss ein bisschen zwischendrin. Und das gemixt mit Soundtrack von Zurück in die Zukunft, Ghostbusters, dieser 80er Style, dieser 80er Flair, bringt das halt voll rüber. Es ist für mich eine Freude, das zu hören. Und das macht halt, das ist total, wenn man wirklich an die Sachen denkt, dann was es gedacht ist, und dann hat man voll den Flair und finde das echt gut. Also es ist eine super geile Sonnenbrillenmusik fürs Auto, Fenster runter, Arm raus. Das ist perfekt, die Supernova Plasma Jets. Und mit Songs drauf auf dem ersten Album haben sie schon einige Hits gehabt. Leave Me Forever, Supernova Theme, Hold You Close, Turn Off The Lights, Will I Ever Know. Sie haben auch mehrere Videoclips gemacht. Welche das jetzt genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Yeah, Nothing Gonna Stop Me Now, Hanging On My Lips, Faster, Falling Backwards, Feel Your Fear and Turn Around. Hier seht ihr das Backcover von dem Album, vom ersten. Und ich hol sie mal raus, habe die in extra gefütterte Innenhülle gemacht. Und hier haben wir das auf pinkfarbenem Vinyl. Sehr schick, sieht sehr Porno aus. Ja, und passt halt auch zum Style der Musik. Denn hier sieht man ja schon auf dem Logo, vom Cover, die Farben sind immer dieses Pink und dieses Neon-Pink und dieses Neon-Pink und dieses Blau, dieses Türkisblau, wie man das nennen mag. Sehr geil und das Original-Innencover ist das, so harte Pappe, habe ich halt rausgemacht wegen verkratzender Platte. Und hier ist nochmal ein Bandfoto drauf, da sind sie alle drauf, das Mädel, die Jennifer Crush und die Jungs. Eine male-backed Band, wenn man das so sagen darf. Und Schatz, female-fronted. Ja, genau. Und dann kam 2021, kam dann das 2. Album. Now or Never. Sogar, glaube ich, in Japan vertrieben worden. Sogar in Japan veröffentlicht worden. Also das war schon mal ganz gut. Und hier sind Sachen drauf. Pretty Bizarre's Intro, Begging, Take Me to the Underground. Sehr geiler Song. Now or Never, das Titelstück. Break Me Down, Lonely Hearts in the Night. Super geile Halbballade, saugut. I'm Not Okay, Fade Away, Deer in the Headlights, Turn Around the Sky, Hello, Tell It to My Heart. Eine Coverversion von Taylor Dane aus den 80er Jahren. Tell It to My Heart, Tell It You My Only One. Diese Geschichte, ja. Und auf dem ersten Album ist, glaube ich, auch ein Coversong drauf. Ich bin mir jetzt ganz sicher. Und jetzt hole ich jetzt mal noch die raus. Die ist auf blauem Vinyl, auch sehr cool, ja, auch sehr cool, passt perfekt zu dem Style der Band, was will man mehr, und da das Original Innencover ist, die Innenhülle ist ja auch bedruckt mit einem geilen Bandfoto, auch wieder in diesen typischen Farben, sehr professionell gemacht, sehr gut, und hier mit sehr geil aufgezogen, und ja, was war auf der ersten? War doch auch noch ein Coversong drauf. Ich habe doch da noch geguckt. Turn around. Nee, das ist jetzt da nicht drauf. Das war, glaube ich, nur auf der CD. Oder halt haben sie es nur einzeln so gemacht gehabt. Da war noch, wie hieß es? Maniac haben sie gecovert immer noch. Dieses auch bekannte von Flashdance, das glaube ich.
Ja, aber was wollte ich dazu sagen? Ja? Also wer Bock hat auf so Musik wie, wer kann sich ja mit der, so Def Leppard, Mötley Crüe und wie sie alle hießen, Warrant, Rat, so Zeugs. Ne? Genau, da trifft es rein mit Mischung aus, wie ich eben schon sagte, Zurück in die Zukunft, Ghostbusters, der ganze Flair, 8er, The Lost Boys, das fällt da alles mit rein. Das macht halt richtig Bock, dann diese Musik zu hören. Ja, aber es gibt auch was ganz Trauriges. Und zwar, ja, ich kenne ja die Leute alle persönlich. Und dieses Jahr im März ist leider der Boris verstorben, also der Alexis Rose, der Schlagzeuger und einer der Mitbegründer der Band und der Antriebsmotor, wenn man so sagen will, der Band, der das alles ins Leben gerufen hat, auf dem das Konzept basiert. Und er ist leider viel zu früh mit 43 Jahren verstorben und ja, das ist halt natürlich nicht so schade. Und es soll jetzt halt mein Video hier ein kurzer Huldigung nochmal an die Band sein. Und hier ist er zu sehen, der Boris aka Alexis Rose. Ja, du wirst, das ist falsch. Ja, das ist das Innencover nochmal und hier nochmal das andere Album hier, das neue. Und da ist er hier außen zu sehen. Ja. Ja, das soll jetzt von mir aus in dem Video eine kleine Hommage sein, eine kleine Huldigung, wie wir das schaffen und das der Band und wie die Zukunft der Band aussieht, weiß ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Ich hoffe mal, es wird irgendwie weitergehen und wäre nämlich schade, wenn das versiegen würde. Und ja, das ist jetzt meine Huldigung an die Band und an den Boris da oben im Himmel. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Dann wird gemeinsam gerockt. Und ja, das ist jetzt am Sonntag. Das ist ein kurzes Video. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das ist, ging mir ziemlich nah, das alles. Und ja, trotz allem verliert nicht den Mut. Vergesst nicht zu rocken und haltet die Ohren steif. Und keep on spinning. Und ja, unterstützt, was ich immer alles sage, unterstützt die Musikszene, die Plattenszene, geht auf Konzerte und so weiter und halt die Ohren steif und bleibt fit. Okay, in diesem Sinne, das war euer Leitziffer, der gefallene Bengel am Sonntag. Yeah, bis demnächst.